Ja, herzlich willkommen zurück beim Kulturdonnerstag im Harry Klein. Und der Knopf im Ohr bedeutet, dass ich jemandem live zugeschaltet bin, nämlich von Komoot Kultur, dem Christian. Und hallo Christian, grüß dich im Bildschirm. Hallo Lilly, grüß dich. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du sitzt ja gar nicht in München gerade oder sonst wo, sondern du sitzt in Berlin. Ich sitze in Berlin, ja, auf alle Fälle, genau, da bin ich gerade und ja, ich freue mich, dass ich eingeladen wurde, super, also wunderbar. Sehr schön. Ja. Ich hoffe, die Verbindung ist gut, wir verstehen uns, glaube ich, beide super. Ja, wir verstehen uns super. Sehr schön. Ich finde es super, dass ihr dabei seid. Wir haben ja gerade im Vorgespräch auch ein bisschen gequatscht und du hast mich gefragt, warum sind wir denn eigentlich irgendwie jetzt dabei? Unser Schwerpunkt liegt ja gar nicht so auf der elektronischen Musik, aber gerade das finde ich einfach unheimlich spannend, weil Komoot Kultur eben nicht nur jetzt eben für elektronische Musik steht, das habt ihr schon auch, das hat man zum Beispiel gerade im Video auch gesehen, sondern vor allem auch so, ihr kommt ja aus dem Reggae oder aus dem Dub oder da wirst du mich bestimmt jetzt gleich auch noch mal korrigieren. Wie habt ihr euch denn gegründet? Gegründet, also erstmal, wie gesagt, nochmal vielen Dank für die Einladung. Ja, wir kommen aus dem Reggae und dem Dub, das ist das, was wir eigentlich ja, die meisten oder die letzten 15 Jahre so gemacht haben und wir waren immer schon super affin und hatten Bock auf Festivals, waren auf vielen Festivals und waren aber auch immer super offen und daher war auch, also es klingt jetzt ein bisschen, also wir waren auch schon für elektronische Musik immer sehr offen und ja, dann haben wir uns, was heißt gegründet, also es gibt ein Kollektiv, wir sind letztlich eigentlich zwei Kollektive, das eine nennt sich Free Mind Sound System, die auch im Import-Export immer wieder Veranstaltungen machen und die Soundsystem-Kultur einfach ausgiebig feiern und leben, genau. Und ja, und so haben wir uns halt irgendwann, also letztlich sind wir einfach ein Freundeskreis, der seit 15 Jahren besteht und dann gab es die Möglichkeit einfach in Weilheim, wo wir alle herkommen, ein Gelände zu bespielen und dann haben wir uns halt irgendwie gedacht, machen wir doch das einfach mal, ja. Und, okay. Ja, dann war naheliegend, dass wir natürlich auch elektronische Musik anbieten, weil wir es A, selber feiern und B, einfach ja, ein Stück weit auch die Fusion super ist. Ja. Und es hat auch super gepasst. Also ich habe ja selber auf eurem Festival, durfte ich auch einen musikalischen Beitrag leisten. Stimmt. Genau. Ja. Und was wir jetzt gerade in den Videos vom Interview gesehen haben, das war dann 2018 auf dem Komoot Festival. Richtig, genau. Das war 2018, also das erste. Wir haben es erst zweimal ausgetragen und genau, das war so unser ja, Video, das wir dann für die Folgejahre irgendwie halt genutzt haben, um halt den Leuten das ein bisschen schmackhaft zu machen, auf alle Fälle. Sehr cool. Jetzt hast du auch gerade angesprochen, so Teile von euch machen das Free Mind Sound System. Ich meine, das ist ja ein, wer es kennt ist und Freund von fetten Soundsystemen ist, kommt da voll auf seine Kosten, voll auf ihre Kosten. Ich konnte das ja schon die ein oder andere Mal, konnte ich das live miterleben und bin immer wieder geflasht, was ihr da aufbaut. Nicht zuletzt haben wir es beim Komoot Festival auch gesehen. Das heißt, wie seid ihr da genau organisiert? Also die einen machen Komoot Kultur und die anderen machen Freemind oder wie läuft das genau ab? Also Komoot Kultur übernimmt so die Festival-Orga in erster Linie, also alles, was so ja, die bürokratischen Angelegenheiten angeht und das Freemind Sound System übernimmt so die technische Sache, also halt die planen die Bühnen, die planen die Soundsystems, die auf den verschiedenen Bühnen irgendwie halt angeboten werden und Licht und bringen dann wieder andere Crews rein, die Visuals machen und halt ihre Bühnen, die sie halt irgendwie entwerfen, bespielen und so. Also es ist einfach eine wunderbare ja, Fusion. Zusammensetzung. Ja, Fusion, ja, genau, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Genau, ja. Sehr schön. Ja. Nö, bitte. wer bei euren Festivals oder bei euren Veranstaltungen auch schon mal war, und das hat man jetzt auch im Video gesehen,
kann sich überzeugen davon, dass es sehr, sehr detailreich und detailverliebt ist. Also ihr legt ja auch wahnsinnig viel Wert auf Visuelles. Die Leute sollen sich natürlich überall auf dem Festivalgelände irgendwie wohlfühlen. Es sind immer wieder so kleine versteckte Deko-Elemente, die einen überraschen oder dann irgendwie auch mal, wo man reingehen kann. Oder baut ihr das alles selber oder holt ihr euch auch durch Kooperationen viele andere Kollektive damit rein? Also wir haben andere Kollektive, ich denke mal, das ist so das gängige Prinzip. Also wir haben, arbeiten viel mit dem Netzwerk. Die Netzwerker waren auch immer dabei von Anfang an. Dann Blaze & Tiger, also die Crew, wo ich auch immer jahrelang aufgelegt habe, die sorgen für den Reggae-Part irgendwie so. Und ja, Ludlow, also wir haben viele Kollektive, die da mitwirken. Also es ist, letztlich ist es doch, man bietet eine Plattform an und dann ergeben sich viele Dinge, man kennt viele Leute und vieles passiert dann von alleine, ja. Also klar, die Leute bringen ihre Sachen mit und Dekoration und alles Mögliche wird halt dann einfach, es entsteht, es ist immer wieder spannend. Also wie gesagt, es war zweimal immer wieder spannend zu beobachten, was am Ende so, gerade die letzten zwei Tage, auf einmal so, boah, wir werden nicht fertig und dann bäm, alles geil. Es ist so der Klassiker, genau, glaube ich, also, gell? Ja, also die letzten zwei Tage sind irgendwie so wie so ein, ja, keine Ahnung, schwer zu sagen, was da immer alles irgendwie stattfindet. Auf einmal ist es halt so. Ja, da werden dir wahrscheinlich viele FestivalbetreiberInnen und VeranstalterInnen werden dir da wahrscheinlich jetzt gerade im Moment sehr beipflichten. Die letzten 24 Stunden bei einem Festivalaufbau kann man wahrscheinlich gar nicht beschreiben, was da an Adrenalin und Stress oft irgendwie, ja, passiert. Ja, man läuft halt dann rum und dann geht's los und dann sieht man irgendwie Sachen, die kannte man vorher gar nicht so. Ist schon schön, auf alle Fälle. Sehr cool. Was liegt euch denn da besonders am Herzen? Habt ihr denn auch einen Fokus bei euren Festivals? Also sind das zum Beispiel auch Sachen, die halt gebaut werden oder bestimmte Inhalte oder so, wo ihr einen Fokus drauf legt? Also wir legen schon großen Fokus drauf, dass wir das meiste selber machen, ja, und selber bauen auch, einfach weil es uns Spaß macht. Und was halt bei uns allen, glaube ich, so ein wichtiger Punkt ist, da wir alle aus der ländlichen Region kommen und halt irgendwie da auch aufgewachsen sind, dass halt, ja, man den Menschen dort einfach eine andere Art von Kultur, im Gegensatz zur traditionellen Kultur, die es ja gibt und die auch absolut ihre Daseinsberechtigung hat, einfach eine Alternative schaffen und hoffen, dass wir halt den Horizont ein Stück weit erweitern. So. Und das ist halt das, was uns, ja, bei uns war das so ein bisschen ein Kampf. So. Ich meine, klar, in Weilheim gab es natürlich schon auch immer hier Konsole, Acid Pauli und so. Es ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt irgendwie was ganz was Neues. Oder wir haben auch viele Reggae-Veranstaltungen da immer schon gemacht. Aber das ist halt jetzt einfach irgendwie mal so gebündelt, alles, was halt da auch drinsteckt. Und genau, und das ist eigentlich unsere. Und wir wollen auch alle abholen, das ganze, die ganze Stadt, die auch dann eben an unserem Sonntag, wo wir Angebote machen für Familien und ältere Menschen irgendwie, die halt dann einfach, dass die auch ihre Neugier irgendwie so ein bisschen befriedigen können. Weil natürlich bekommen die das mit, da ist was los und ey, was geht ab und so. Und dann haben wir halt uns überlegt, dass wir da einfach irgendwie, ja, halt den Leuten die Möglichkeit geben, einfach mal zu gucken. So. Und das ist dann immer zwar so, wir kommen uns dann manchmal so vor wie so die Affen im Zoo, wenn die dann sonntags mit ihren Kinderwägen dann so reinfahren irgendwie und wir alle total so nach drei Tagen Festival so ein bisschen schwierig in der Ecke sitzen. Ja. Genau, aber es ist ein enormer Mehrwert. Ja. Es ist wirklich schön und das Feedback ist auch wunderbar. Also ja, wir wollen für alle was machen. Sehr schön. Ich glaube, da hört man auch ganz stark raus. Und das haben wir heute Abend auch schon von einem anderen Kollektiv gehört, die in Starnberg vor allem auch aktiv sind. Dass es einfach für die Jugendkultur im Umland oder im ländlichen Raum, aber eher so im Umland natürlich, aber einfach wahnsinnig wichtig ist, dass solche Kollektive oder auch solche Veranstaltungen, wie ihr es macht, stattfinden, um was anderes zu zeigen. Du hast es ja angesprochen, sag ich mal, als Alternative zum Starkbierfest. Genau, ja, wie gesagt, das ist schon, ja, das muss man schon, also was jetzt muss man nicht, aber es ist auf jeden Fall gut, dass das passiert. Ja. Gut, dass es passiert, auf jeden Fall. Und ihr habt ja nicht nur euer Komoot-Festival, was jetzt schon zweimal stattgefunden hat, sondern ihr seid auch in München aktiv. Wo kann man euch denn da sonst noch finden?
Genau, also der Großteil lebt überwiegend jetzt auch in München und wir hatten halt Kooperationen mit, also ja, in erster Linie mit Import-Export, wo ja auch die Freeminder ihr Resident halt haben und da monatlich vor dieser Situation auch ihre schönen Dub-Partys gemacht haben. Meine Nähe steht halt irgendwie ein Stück weit zum Bahnwärter und zum Innertal, wo ich halt einfach auch lange aktiv war. Und da sind wir auch immer mal wieder irgendwie, oder bei der alten Utting halt immer mal wieder, ja, eingeladen worden und durften da halt Sachen machen. Ja. Ob es Clubveranstaltungen waren oder jetzt 2020 Biergartenveranstaltungen, wo wir aber auch immer geguckt haben, dass nicht nur Menschen auflegen, sondern wirklich auch Musiker und Musikerinnen halt irgendwie dabei sind. Genau. Also so da, wo wir eingeladen werden und wir das Gefühl haben, dass wir dazu passen, sind wir gerne am Start. Sehr schön. Das heißt, man kann auch ab und zu Live-Acts bei euch sehen, nicht nur DJs. Ja, auf alle Fälle. Also das gehört, ist schon in unserem Konzept fest verwurzelt. Ja, genau. Und habt ihr jetzt, wenn wir wieder zurück nach Weilheim gehen, auch jetzt in der Zukunft mal einen festen Ort? Oder ist es eher was, wo ihr hier mal ein Festival macht, hier mal eine Veranstaltung? Also ist es eher was Wandelndes? Also aktuell ist es noch was Wandelndes, aber wir halten die Augen offen. Also es ist nichts ausgeschlossen, aber derzeit sind wir ganz froh, dass es nur temporäre Geschichten waren. Und wir sind auch, ja, wie gesagt, es ist alles nicht so einfach mit auch Locations finden da draußen und so, aber grundsätzlich sind wir da offen und wenn sich was ergibt, dann machen wir das auch. Wer wird sehen? Es passiert, wie es passiert. Also im Import-Export kann ich auf jeden Fall sagen, seid ihr immer herzlich eingeladen. Ja, sind wir auch immer gerne. Also wie gesagt, ich glaube, das ist auch so der einzige Laden in München, wo man wirklich dieses Soundsystem aufbauen kann Ja, und halt ich einfach glaube Gas auch. geben kann. So, ja. Das Absolut. ist halt echt uns auch ziemlich viel wert, so, ja. Und dass man einfach, das ist halt diese Kultur auch einfach. Ja. Aber es ist halt oft nicht so kompatibel. Ja. Das kann man, also mit Anwohnern vor allem. Aber, Ganz genau. So ja. ganz zum Schluss können wir vielleicht noch mal für jemanden, der jetzt Freemind gar nicht kennt oder auch so große Soundsysteme, vielleicht ganz kurz erklären, was da eigentlich aufgebaut wird. Vielleicht kannst du das kurz erklären. Puh, ja, jetzt muss ich, ja, also es sind letztlich, das Freemind, also die Soundsystem-Kultur ist eine Kultur, die überwiegend aus dem karibischen Raum kommt, also Jamaika. Und da war es halt einfach so, dass die halt angefangen haben, Boxen zu bauen und halt mehr oder weniger dann auch irgendwie, ja, Veranstaltungen gegeneinander gespielt haben, so wer hat die größten Boxen, so ein bisschen so ein komisches Ding halt. Und das ist aber derzeit auf jeden Fall schon eine Szene, die sich hier in Deutschland und in Europa allgemein sehr verbreitet. Also nicht erst seit kurzem, sondern schon seit 10 Jahren eigentlich. Und ja, letztlich bauen die Jungs Boxen selber und Mädels, ja, ist auch, die Kathi ist auch mit dabei, Boxen selber. Und das sind halt sehr tiefe Frequenzen, ja, mit, ich glaube, 18er Scoops. Das sind jetzt technische Daten, kriege ich bestimmt einen auf den Deckel, aber macht mir jetzt auch nicht so viel aus. Auf jeden Fall ist es halt, es ist Mono aufgebaut, hat man bestimmt schon mal gesehen. Ja. Und ja, Also ich finde genau, es immer das ist, beeindruckend. ja, da flattern immer die Nasenflügel, das ist toll. Ja, also ich Ja. muss auch sagen, es ist wirklich ein Erlebnis für jeden oder für jede, die jetzt noch nicht so ein Soundsystem gesehen haben, wirklich mal bei einer Veranstaltung von Freemind oder von Komoot Kultur vorbeizuschauen, mal vor so Ja. einer Subwoofer-Wand zu stehen. Das hat man eigentlich sonst nur bei der Fusion, aber vor allem, was so schön ist, sind, dass das Gehäuse so wunderschön gebaut ist aus Holz. Ja, Und voll. in der Nacht wird das dann auch noch gemappt. Also das ist wirklich nicht nur auditiv, sondern visuell ein Erlebnis. Und ich finde es ganz toll, dass ihr diese Kultur so aufrechterhalten wollt, was ja wirklich eine Nische eigentlich ist, muss man sagen. Ja. Und dass ihr das so lebt, weil das sind natürlich auch wahnsinnig aufwendige Baugeschichten, die da passieren. Ja, definitiv. Und halt eben die Zusammensetzung aus Menschen, die sowas gerne machen und halt einfach so der, ja, organisatorische Part, das ist Ja. halt einfach, ja, darum, ich denke mal, das beschreibt auch das Kollektiv eigentlich am besten. So ist. Jeder kann, macht halt das, was er kann und wir haben echt super viele Helfer und Helferinnen, die irgendwie da mitmachen. Also ich, boah, gibt so viele Leute, ja, das ist Ja. einfach schön. So, das, ja.
Sehr schön. Genau. Ja, die grüßen wir jetzt zuletzt natürlich alle, die jetzt nicht mit dir in der Berliner Wohnung sitzen. Nee, ich meine so allgemein ins Kollektiv sagen wir Grüße. Ja, total, voll. Weil es sind natürlich immer sehr, sehr viel mehr Menschen, wie jetzt die eine Gesprächsperson, die bei mir sitzt, die mitmachen. Ja. Das sollte man auf jeden Fall immer betonen. Und lieber Krischi, ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind schon am Ende angelangt. Okay, ja, gut. Und viele Grüße nach Berlin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für einen kurzen Ausflug zu Komoot Kultur und Freemind Soundsystem. Ja, voll gerne. Ja. Und ich wünsche euch natürlich alles Gute und wir sehen uns bestimmt auf der einen oder anderen Veranstaltung in der Zukunft wieder. Genau, ich würde noch ganz gern sagen, bitte. Wir haben für unsere Leute für die Menschen, die sich dafür interessieren, wir haben das Festival mal angemeldet. Ja? Das Datum ist der 5.8. bis zum 8.8. Einfach nur mal, um Fuß in der Tür zu haben und mal gucken, was passiert. Eventuell fällt es kleiner aus, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir dran sind und immer ganz eng im Austausch stehen mit den Behörden dort und hoffen, dass irgendwann wieder was geht. Also wir sind am Start. Super, ich drücke die Daumen. 5.8. bis 8.8. Komoot Kultur. Richtig. Und sag nochmal liebe Grüße nach Berlin. Tschüss, lieber Krischi, und danke fürs Gespräch. Ciao, Lilly. Ciao. Ja, danke auch. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit dem Krischi von Komoot Kultur. Und das war es auch schon wieder mit dem Kulturdonnerstag aus dem Harry Klein. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Ich muss mich sehr herzlich bedanken bei den ganzen Kollektiven, die heute Abend bei mir waren. Nacht ein Tag aus. Isabas Kollektiv, Buschbash Kollektiv, Komoot Kultur haben wir gerade gehört, das Fuchsbau Kollektiv und Dreschwerk. Und Feta Records. Wir hatten ja wirklich heute eine Wahnsinnsbandbreite an Münchner, ich sage jetzt mal Münchner in Klammern, Kollektiven, die ganz, ganz tolle Arbeit schon seit Jahren leisten, in München und im Münchner Umland, kulturelle Arbeit. Wir haben gehört, Soundsysteme werden aufgebaut, Bühnen werden aufgebaut, es wird gemappt, Visuals werden gemacht, es wird aufgelegt. Es ist eine wahnsinnige Vielfalt, die München da zu bieten hat und das wollten wir heute zeigen. Ich glaube, das haben wir sehr gut geschafft. Nicht zuletzt möchte ich natürlich auch dem Harry Klein mal wieder danken für die tolle Zusammenarbeit beim Kulturdonnerstag, dass wir das hier jedes Monat auf die Beine stellen können zusammen. Und es gibt jetzt noch weitere Ausgaben vom Kulturdonnerstag. Das war natürlich nicht die letzte Sendung. Ich bin nur in einer kurzen Pause. Ich werde mich anderen Dingen im Leben zuwenden, wie man vielleicht schon gesehen hat. Und von daher wird mich der USOG bald vertreten, der den Kulturdonnerstag weitermacht. Ich werde dann zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt wieder dazu stoßen und sage nochmal vielen Dank auch an den Tobi in der Regie, der wie immer ganz, ganz tolle Arbeit macht und kann mich nur jetzt verabschieden und wünsche natürlich allen alles Gute und den nächsten Kulturdonnerstag, der läuft dann im März, den dürft ihr natürlich nicht verpassen. Alles Gute und tschüss!